und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Kanal Leben in Schweden. Wir sind immer noch in den USA, nämlich sind wir jetzt gerade in Chicago. Aber das Video hat trotzdem ganz viel mit Schweden zu tun, denn im 19. Jahrhundert sind ganz viele Menschen, ganz viele Schweden, in die USA eingewandert und hier in Chicago gelandet. Und jetzt gehen wir erstmal in das Swedish American Museum und gucken, ob wir da ganz viel über diese Einwanderungsgeschichte lernen. So, Papa, erzähl mal, wie war es denn eigentlich im Museum? Naja, ich meine, es ist ein Museum aus dem 20. Jahrhundert und damit meine ich ungefähr die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts. Es ist sehr, sehr altbacken, aber ich meine, es war ganz nett. Man ist da halt durchgegangen und hat ein paar Plakate gesehen. Das war aber auch mehr oder weniger fast alles. Was seltsam war, war, dass man da im Museum Masken tragen musste. Das war auch relativ streng. Wir sind jetzt seit 4 Wochen in den USA und müssen schon sagen, das Maskentragen ist eigentlich genauso wie in Schweden. Die Leute, die meinen, eine Maske zu tragen, tun es. Und die Leute, die finden, das ist nicht mehr so wichtig, lassen es. Wir holen uns jetzt noch einen Kanelbulle. Mal sehen, ob der so gut schmeckt wie in Schweden. Sie hatten keine oder sie waren alle und sie hätten 6 Dollar gekostet. In Schweden kriegt man die deutlich billiger. Also wenn wir ehrlich sind, waren wir dann doch gestern ein bisschen enttäuscht von Andersson Wiel. Ja, genau. Aber heute fahren wir weiter nach Washington und wir hoffen, euch hat das Video trotzdem gefallen. Und jetzt seht ihr auch noch ein paar Eindrücke aus Chicago. Okay, tschüss. Tschüss.